Das ist ein Ort, und zwar ist es Quay Valley, ist eine neue Stadt, die gebaut wird. Es ist eine Modellstadt, eine grüne, die ja, also am Cutting Edge der Technologie ist und wo die gesamte Stadt 100% durch Solarenergie mit Strom versorgt wird. Das heißt, die Bewohner zahlen keine Stromkosten, sehr walkable, also fußgängerfreundlich. Es ist aber auch, sie haben aber auch eine Uni, viele Arbeitsplätze, die sie kreieren und ein Entertainment District. Das heißt, dass man halt verschiedene Vergnügungsparke hat, ein sehr großes Shopping Center. Das heißt, wir bewegen dann die Leute von, wo sie reinkommen, durch dieses durch diesen Entertainment District von einer Seite auf die andere. Es gibt verschiedene Bahngleise, wenn man so will, wo wir gleichzeitig halt die Leute einsteigen lassen. Die werden dann von da, gehen sie rüber zur einer Wartestelle, wo man mal sagt, wo halt die, der Luftdruck angepasst wird, und dann geht es weiter in der Röhre. Also 2016 ist jetzt erstmal der Baubeginn und 2018 die, werden die ersten Passagiere befördert. Wir werden wahrscheinlich 2017 anfangen mit dem Testen und den Optimieren und haben jetzt auch schon mehrere Länder und Städtepaare, die daran interessiert sind, eine längere Strecke zu haben. Das heißt, sehr wahrscheinlich werden wir dann gleich danach anfangen. Das gesamte System ist halt solar gepowered, also Sonne, kinetische Energie. In den Bahnhöfen zum Beispiel, wenn Leute laufen, kann man die Energie benutzen. Wir haben die Kapseln, die sich natürlich bewegen, der Druckunterschied. Da gibt es sehr viel, was man machen kann mit Wind und kinetisch. Die Kapseln selber haben regenerative Bremsen, das heißt, dass 50% der Energie, die wir brauchen, zum Losfahren, werden schon beim Bremsen wieder aufgenommen. Wir denken, es ist eine gute Alternative für lokale Transporte, sowohl als Intercity. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die erste Meile und die letzte Meile, wie man es sagt, first and last mile, wirklich unter Kontrolle haben. Das heißt, muss es so einfach sein, wie dass man einfach nur einen Knopf drückt auf sein Telefon und dann kommt ein Ride-Sharing-Service oder ein Taxi oder ein Self-Driving, also ein selbstfahrendes Auto, holt einen ab, bringt einen zum lokalen Hyperloop, der bringt einen dann zur Hauptstation und innerhalb von 20 Minuten bin ich bei dieser Hauptstation. Da kann der Hyperloop dann sicherlich die Strecke übernehmen, weil dann brauche ich nicht mehr 2 Stunden vorher am Flughafen zu sein oder eine Stunde vorher, sondern ich komme an, alle 30 Sekunden gibt es eine Kapsel, ich steige ein, bin in 30, 35 Minuten da, steige aus und fertig und komme dann am selben Tag wieder zurück, muss nicht übernachten. Wir versuchen wirklich, das gesamte Konzept Neues zu überdenken. Also brauchen wir ein Ticket? Ist es, und nicht nur brauchen wir ein Papierticket, sondern ist es notwendig, dass jemand dafür bezahlt? Oder gibt es andere Modelle, wo man Geld verdienen kann mit dem Passagier? Ich habe dich ja für 40 Minuten. Kann ich irgendwie anders monetisieren? Und da wollen wir natürlich noch Ideen hören. Wir haben einige. Also ich bin wirklich der Meinung, dass unser Ziel es sein muss, dass je mehr Leute fahren, desto mehr Geld machen wir. Und mehr Leute werden fahren, umso günstiger es ist. Von daher ist sicherlich das Ticket ein bisschen selbstlimitierend. Wir sind nicht Open Source. Wir sind eine Firma, das heißt, wir sind for profit. Wir benutzen ein System, das halt ein Community-System, das heißt, wir sind crowd-powered.
Wir arbeiten mit Leuten, die daran teilnehmen wollen und machen Partnerschaften mit Unternehmen, Schulen.